Herzlich willkommen, einen schönen Sonntagabend zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem IRC Sonthofen und den Eisbären aus Regensburg. 5:6 nach Verlängerung ist das Spiel ausgegangen. Wir schauen zunächst auf die anderen Ergebnisse. Peiting Rosenheim 4:3, das Ergebnis ebenfalls nach Verlängerung. Landshut gegen Selb 4:2 und Weiden gegen Deggendorf 3:4. Das Spiel hat allerdings etwas später begonnen. Igor Pavlov, der Gästetrainer, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier bei uns in Sonthofen. Und natürlich Heiko, schönen guten Abend. Ja, zunächst einmal die Einschätzung unseres Gästetrainers. Igor, wie ist das Spiel in deinen Augen verlaufen? Guten Abend zusammen. Wir sind hierher also mit vollem Respekt angereist und wir waren bereit, glaube ich, den Preis zu bezahlen für diesen Sieg. Und der Preis wahrscheinlich der Kieferbruch, also Unterkieferbruch von unserem Lukas Heger. Also zum ersten Mal hat meine Mannschaft einfach so ernährend gespielt, also unter meiner Führung, was ich einfach propagiert habe in diesen 3 Wochen. Also Leidenschaft hat gestimmt. Laufbereitschaft, also Kampfbereitschaft, das habe ich alles gesehen und das Spielverlauf war nicht einfach, also sehr, sehr differenzierte alle 3 Drittel, aber bin glücklich, dass wir auch heute von Sonthofen 2 Punkte mit nach Hause nehmen dürfen. Vielen Dank. Ja, Heiko, das hast du wahrscheinlich ein bisschen anders heute gesehen. Es hat ja zunächst mal ganz gut begonnen, aber dann. Ja, guten Abend. Ja, das stimmt. Erstmal freue ich mich für den Igor und auch für seine Mannschaft. Ich glaube, die haben die letzte Woche viel Scheiß gefressen. Jetzt am Freitag auch so Interview oder beziehungsweise Pressekonferenz. Zeigt, die Mannschaft lebt, die Mannschaft hat Charakter. Ja, erste Drittel, denke ich, hat Regensburg nichts gehabt, gar nichts. Wir haben unser Spiel durchgezogen, über 20 Minuten, was wir gehabt haben, das war das Unterzahl von unserer Seite her. Und ja, wir machen es 1-0 Penalty vom Hardy mit Glück rein. Ich sage noch dem Fladdy, dieser Shift ist ganz arg wichtig jetzt nach dem Tor. Ja, kaum habe ich es gesagt oder als ich schon gerochen habe, kriege ich das 1-1. Darf nicht passieren, kann nicht passieren. Mein Top-Reihe auf dem Eis. Zweite Drittel. Ich weiß gar nicht, wo der IRC Sonthofen war. Das war Frechheit, war das. 14 Minuten lang waren wir nicht anwesend. Wir haben nur, wirklich nur reagiert, nicht mal agiert. Und so baust du einen Gegner auf. Genauso, ob der Regensburger ist, ob der Thai Tigers heißt oder weiß der Geier, wie der heißt. Du baust ihn auf. Ich musste eine Auszeit nehmen. Ich habe denen gesagt, wacht endlich auf, weil wenn er nicht aufwacht, dann kann das heute ihr bitteres Ende nehmen. Dann steht es ja ganz schnell 10-2, weil die waren gewollt. Die haben die Laufbereitschaft an den Tag gelegt. Das haben wir nicht getan. Wir haben gar nichts getan. Und dann habe ich denen gesagt, reißt endlich euren Arsch auf. Lauft Schlittschuh, das, was ihr könnt. Und dann haben sie ihr Charakter gezeigt. Dann kommen sie zurück. Ja, wir schießen die Tore. Und dann gehen wir in Führung. Ich habe es ja auch nochmal gewarnt. Jungs, hört zu. Die werden dann nochmal alles in die Waagschale schmeißen. Die sind hier, um zu siegen. Und dann kriegen wir einen Sonntagsschuss, zum 6-6. Und dann in der Overtime, ist dann wieder so 50-50. Der eine schreit abseits, der andere schreit kein abseits. Ich werde da nie was sagen zum Schiedsrichter, aber man sollte sich auch mal wirklich überdenken, ob das, was dort heute wieder geliefert worden ist. Ich bin wirklich der letzte Trainer, glaube ich, in der Liga, wo über den Schiedsrichter was sagt, aber das heute, da muss ich mir wirklich hinterfragen, ob das nicht wirklich vielleicht nochmal zum Regelkurs geht. Danke. Das nächste Spiel habt ihr zu Hause. Peiting kommt zu euch. Gibt es Auftrieb und dass sich die Mannschaft dann zu Hause auch entsprechend erfolgreich präsentieren kann? Auftrieb gibt es, aber die Frage ist, wie lange? Vielleicht ist der heute schon beendet worden. Wir leben vom Tag zum Tag. Also das kann ich hier nicht versprechen. Ich hoffe es, dass die Männer sein Wort halten. Das ist Eishockey. So ist das. Heiko, jetzt ein paar Tage Zeit im Training auch wieder Gas zu geben, um dann die nächste Aufgabe zu bewältigen.
Ja, wir werden am Dienstag hier trainieren. Defensive Zone. Ich glaube, das war das erste Wochenende, wo der EHC Sonthofen 11 Tore gefressen hat in 2 Spiele. Das ist eigentlich unsere Stärke, dass wir in der Defensive sehr kompakt stehen, vor allem bereit sind, Schüsse zu blocken. Das war mal dieses Wochenende nicht so. Wir werden am Dienstag jetzt ganz normal trainieren. Die Zone, ja, dass wir dort wieder wissen, wo jeder zu stehen hat. Dann ganz normale Trainingswoche. Unser Fokus liegt jetzt erstmal auf Dienstag. Was am Freitag ist, das weiß ich noch gar nicht. Ja. Wir blicken jetzt auf Dienstag und alles andere ist mir gogolores. Alles klar, dann sag mal herzlichen Dank, außer es sind noch Fragen da von anderen Vertretern. Nein? Okay. Igor, ganz herzlichen Dank, gute Heimfahrt und auch Heiko, Dankeschön. Am Freitag geht's weiter in Selb für uns um 20 Uhr und dann spielen wir zu Hause am kommenden Sonntag wieder gegen die Blue Devils Weiden. 18 Uhr geht's los. Ansonsten eine schöne Woche, einen schönen Faschingsausklang.